traditionellen Lecsónak több alapja van. Zum traditionellen Lecsó braucht man Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Paprika, geräuchertes Paprikapulver und Paprikawurst. Alles muss sachgerecht zerstückelt werden, wobei sachgerecht so viel heißt, dass es jeder so mag, wie er es für gut hält. Zuerst kommen Zwiebeln und Knoblauch in das heiße Öl und dann auch die Wurst. Die Wurst sollte man nicht anbraten, sondern mit den Zwiebeln einfach dünsten. Wer möchte, kann auch gewürfelten Speck dazugeben. Wir machen es nicht, weil wir den Speck im Lecho einfach zu fettig finden. Zwiebeln und Wurst müssen gut vermischt werden. Wenn man ein bisschen Salz beimengt, geht das Dünsten schneller. Später kommt noch Salz zum Abschmecken dazu, um den endgültigen Geschmack einzustellen. Wenn die Zwiebeln und die Wurst genug Saft gelassen haben, dann kann man auch die Paprikaringe dazugeben, wobei es mit der Hand natürlich viel leichter geht als mit dem Holzlöffel. Dann kommt auch noch der Rest der Paprikaringe dazu. Auch das letzte, noch so kleine Stück wird genutzt. Und dann wird das Ganze noch einmal ganz ordentlich vermischt. Nach einem kurzen Köcheln unter dem Deckel kommt das geräucherte Paprikapulver dazu, damit wird der Lecho geküsst, wie es Judith immer sagt. Dann wird das alles wieder akkurat verrührt, damit sich das Paprikapulver gleichmäßig verteilt. Und dann endlich kommen auch die Tomatenstücke in den Topf. Auch das kann man in mehreren Etappen machen, dann geht das ganz einfach leichter. Und dann kommt auch der Deckel wieder auf den Topf. Auf mittelstarker Flamme ist dann der Lecho in 10 bis 15 Minuten fertig. Hier stimmten die Farben, mehr als fein waren die Düfte und auch der Saft hatte unseres Erachtens den richtigen Anteil am fertigen Gericht. Den traditionellen Lecho isst man mit Weißbrot, auch dann, wenn man zum Lecho auch Reis oder Torhonya, diese traditionellen ungarischen Teigwaren, zubereitet. Hm.